lese das Solinger Tageblatt vom Donnerstag, den 7. November. Es geht wie immer um Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid und nachher um Nachrichten aus Solingen. Die Zeitung ist keine schöne Zeitung. Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid sind spärlich gesehen. Es gibt hier aber nichts anderes. Und der Teil Solingen ist grün überschrieben. Das ist auch so ein Hinweis, dass ich diese grüne Überschrift gar nicht schön finde. So. Solinger Tageblatt steht da zum Glück noch mit Serifen und in Schwarz. Ein Blick aufs Titel: Die GroKo ist mit sich selbst zufrieden. Das Foto sieht ziemlich abartig aus, wenn ich das mal so direkt zeigen darf. Ich finde es nicht schön. Ich würde mich auch auf so ein Foto nicht stellen wollen. Meiner Meinung nach sieht man da nur feiste Dummheit und sonst gar nichts. So. Titelthema ist: NRW fehlen 57 Plätze für psychisch kranke Straftäter. Verstärkung der Grenzkontrollen, Innenminister Seehofer, CSU reagiert auf den Fall Miri. Geht um Clankriminalität. Strategie gegen das Wegwerfen. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, CDU, hat Verbrauch. So, rund 1300 Flüge fallen aus, auch in NRW. Bei Lufthansa wird Donnerstag und Freitag gestreikt. So, im Lokalteil grün überschrieben, Solingen, heißt es: Sanierung der Stadtkirche dauert bis zum Sommer. Es geht um die Stadtkirche in Ohlix, im Bezirk oder Stadtteil Ohlix. In dem Fall ist es ein Stadtteil und ein Bezirk, nicht so wie auf der Höhe Merscheid. 300 Solinger gedenken der Bombenopfer. Paulina Holzknecht erhält Grand Prix-Pferd. Ja. Die Solinger reitet nunmehr in der U25. Okay. Ein Blick auf die Karikatur. Die Karikatur ist schwarz-weiß. Scheidungsanwalt, Scheidungsgrund, uns fällt gerade auf, Pünktchen, Pünktchen, dass uns eigentlich keiner einfällt. So, und es geht um die GroKo. Passt zum Titelthema. Und nach so viel feistem Blau tut die Schwarz-Weiß-Karikatur, glaube ich, auch ganz gut. Geduld, Transparenz und glitzekleine Drohungen ist der Titel. Des Kommentars, das ist passend zum Titel, kann man machen. FC Bayern GroKo ist zur Karikatur und zum Titelbild. Das ist eine ordentliche Seite 2. So sicher sind unsere Lebensmittel wirklich. Weiß ich nicht, ob das auf der Seite 2 bin. Das ist ein bisschen übertrieben. Geht es um Kinderfickerei in der katholischen Kirche auf Seite 3. Und dann Leben und Lebensmittel, ich weiß nicht, was. Sechs Tagesthemen. Vor allem inländische Politik, das ist eher was für die Seite 2, als das, was da geschrieben war. Fernsehen Seite 6 ist Arte, ARD, Vox, Arte 3, Seite ziemlich viel Art und Dreisat, was hier empfohlen wird. So, Leute. Mit Andrea Berg, eine Schlagersängerin, kann man aber zu machen.
Alfons Schubeck, Bob Geldof und Mario Adorf. Kein ehemaliger Sportler, finde ich schwach. So, Sport ab Seite 9, viel Fußball, so muss das auch sein. Dickes Lob für Eishockey-Bundestrainer Söderholm. Naja. Ist Fußball 11. Geht es um Wirtschaft und die Wirtschaftsweisen? Suchtverbestreit. Ich weiß nicht. 12 ist Wirtschaft, Börse. Da muss Rohstoffbörse, Börse stehen. Und das ist so. Und dann möchte ich einfach anmerken, dass das Foto hier unten vollkommen daneben ist. Schon allein, weil. Bei so einem Fluss kein Schwein aufwärts guckt und die auch noch falsch unter der Brücke sitzen. Es ist abartig, was hier an Fotos angeboten wird. Deshalb ist das Ganze wahrscheinlich auch grün geschrieben. Die Gewerkschaft kann man sich auch nur schämen. So, die Stadtkirche wird bis zum Sommer saniert. Das ist vollkommen groß. Wir können uns gerade mal das Foto angucken. Foto ist ein Weitwinkelbild, geht. Was man sieht, ist viel Boden und wenig Kirche, das geht nicht. Und warum dann dicker Stein um den Baum steht und nicht das Gebäude gezeigt wird, ist mir auch nicht klar. Dafür ist der Schaukasten dick drauf. Ich finde das Foto auch fragwürdig. Ich weiß auch nicht, warum Christian Bein nicht fotografieren kann. Ich kann es mir mal zeigen. So, und damit habe ich schon keinen Bock mehr und höre hier auf. Tschüss. Es ist abartig, auch die Fotos sind scheiße.